Heute sind wir unterwegs mit zwei Kindern und was muss alles mit? So, also als erstes nehme ich die Unterlage mit. Braucht man für beide. So, dann natürlich Feuchttücher und eine Zinksalbe. Dann für die Große nehme ich zwei Windeln mit und für den Kleinen drei. Dann, die Große braucht immer was zu knabbern. Also entweder habe ich Kekse oder sowas dabei, Brezeln oder eben frisches Obst. Einige Tupperboxen haben das ja auch so, dass du eine Unterteilung hast. Da kannst du beides mitnehmen. Das ist auch ganz praktisch. Dann ordentlich trinken. Diese großen Flaschen finde ich richtig gut. Ja, was bei der Großen nicht fehlen darf, ist das Gläschen. Den liebt sie abgöttisch. Der muss überall mit. Deswegen kommt er auch hier rein, der kleine Hasi. Wo ist mein Hasi? Dann geht gar nichts ohne. So, dann für beide brauchen wir Wechselklamotten. Ich nehme für sie meistens nur noch ein extra Body mit und für ihn auch. Das ist so ein kleiner Romper. Kann hier rein. Und für ihn immer noch mal ein paar Schuhe. So, und zu. Dann eine Mütze für ihn und einen Schnulli und für ihn auch ein kleines Spielzeug. Dann das Notfallkit, immer alles was ihr braucht, vielleicht was für die Zähne, eine kleine Creme, ein Zäpfchen, falls mal was ist, was gegen Mückenstiche. Und ich nehme bei beiden, wenn ich beide dabei habe, auf jeden Fall so ein großes Bottletuch mit. Das könnt ihr hier noch in die Seite legen. So. Fertig. So. Dann kommt das in unsere wunderschöne Tasche. Losgehen.